häufig gestellte Fragen in der Stahlwerkstatt. Heute WIG Praxis. Wie geht das? Tatsächlich kommt immer noch die Frage, WIG schweißen, wie funktioniert das und was mache ich als allererstes? Brennerhaltung, Schmelzbad erstellen, Draht zuführen. Wird heute tatsächlich eine Praxisfolge? Denn genau das schauen wir uns an. Die allerersten Nähtchen, was sollte ich tun und wie kann ich mich verbessern? Wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut in den FAQs nach. Es gibt etwas zum Gasvorlauf und Gasnachlauf. Es gibt etwas zum Zweitakt- und Viertaktschweißen. Einfach Augen offen halten und FAQs im Blick halten und dann erfahrt ihr mehr über das WIG-Schweißen. Das allererste, was wir machen, wir bereiten uns Bleche vor. Ich empfehle gerade für die ersten Schritte lieber etwas Kräftigeres nehmen. Das verhindert ein Durchbrennen des Materials. Wir haben hier ein 8er Blech, das ist schon ordentlich. Wir werden das mit 100 Ampere verschweißen. Das ist mal so ein gesetzter Mittelwert. Wir schauen mal, wie schnell wir ein Schmelzbad herstellen können und gucken mal, wie wir mit 100 Ampere klarkommen. Nachdem wir unser Blech metallisch blank geschliffen haben, machen wir eine Sache. Wir ziehen uns mit dem Winkelschleifer eine Linie auf unser Blech, sodass wir uns etwas besser orientieren können. Dann biegen wir auf unserem Blech auch nicht irgendwo ab, sondern können an dem Schliff entlang schweißen und haben einen Startpunkt und einen Endpunkt. Maschine an, angeschlossen ist alles. Wir schauen mal auf die Werte, um zu wissen, wie ich hier am Tisch arbeite. Schweißgerät einschalten. Meine Einstellungen sind schon gespeichert. Wir gehen das einmal durch. Wir schweißen im Viertakt. Wir schweißen DC- bei Stahl. Wir haben einen Gasvorlauf von einer Sekunde. Wir haben einen Startstrom von 20 Ampere. Wir fahren innerhalb einer Sekunde hoch auf 100 Ampere Schweißstrom. Wir fahren in 2 Sekunden auf den eingestellten Schlussstrom von 20 Ampere und haben eine Gasnachlaufzeit von 2,5 Sekunden. Argon ist rot. 10 Liter die Minute Gasdurchfluss. Die allerersten Schritte und was man machen sollte, wenn man sich auf eine Schweißnaht vorbereitet, ist einmal das Schlauchpaket so auslegen, dass wenn ich das in der Hand halte, dass ich hier keine Spannungen drauf habe, also dass der Schlauch quasi ganz entspannt in meiner Hand liegt. Quasi wenn ich den loslasse, sollte er sich kaum bis gar nicht bewegen. Also Schlauch so ausrollen, dass es locker ist. Dann mache ich gerne entweder den Unterarm auflegen oder den Handballen auflegen, was einem da besser liegt. Wichtig ist, dass wir ein lockeres Handgelenk und schön Kontakt zum Tisch, somit einen sehr stabilen Brenner haben. Starten kann man wie folgt: Keramik auflegen, zünden, auf den Lichtbogen warten. Jetzt haben wir eine Brennerposition, die nicht ganz prickelnd ist. Wir heben also dann den Brenner an, haben den Brenner 90 Grad und 90 Grad zu unserem Blech, gegebenenfalls den flexiblen Kopf nutzen, um den Brenner so zu justieren und so hinzustellen, dass das funktioniert. Aus der 90 Grad gehen wir 5 bis 10 Grad zurück. Wir schweißen also leicht stechend in diese Richtung. Elektrodenabstand zum Werkstück sollte circa 5 mm betragen. Wenn wir uns nun eingerichtet haben mit unserem Brenner, eine sehr ruhige Position gefunden haben, kümmern wir uns jetzt noch einmal um den Zusatzwerkstoff. Zusatzwerkstoff führe ich mit der linken Hand, lege die Hand auf dem Tisch ab, halte gebührenden Abstand zum Brenner, denn der ist sehr, sehr heiß, und schiebe den mit Daumen, Zeige und Mittelfinger in mein Schmelzbad. Wer Schwierigkeiten mit dem Zusatzwerkstoff hat, kann auf den TIGPEN zurückgreifen. TIGPEN nehmen, Zusatzwerkstoff einführen,
und über das Rad den Zusatzwerkstoff zuführen. Vereinfacht die Sache ungemein. So, wir starten genau so, wie ich das eben erklärt habe. Wer nicht freihand den Brenner führen möchte, der legt das Keramik kurz ab. Wir werden jetzt so starten, um einen ruhigen Start in die Schweißnaht zu haben. Helm geht jetzt runter, auf geht's, wir schweißen unsere Naht. Ablegen, vergewissern, dass wir auf unserer Markierung sind und zünden. Bei Viertakt halte ich den Knopf noch gedrückt, hebe den Brenner an und gehe in meine Position, lasse jetzt los, bringe den Zusatzwerkstoff schon mal in Position und starte mit Schweißen und Loslassen des Knopfes. Wir warten jetzt auf ein Schmelzbad. 100 Ampere eingestellt, einen kleinen Tropfen geben wir. Bewegen uns dann langsam nach vorne, noch einen Tropfen. Langsam nach vorne, einen weiteren Tropfen. Das wiederholen wir jetzt einige Male. Regelmäßiger Vorschub nach vorne mit dem Brenner, langsam aber sicher Zusatzwerkstoff tropfenweise in unser Schmelzbad geben. Dadurch, dass der rechte Arm, quasi der Brenner, auf dem Tisch abgelegt ist, habe ich eine sehr schöne, ruhige Brennerhaltung und kann mich auf den Zusatzwerkstoff konzentrieren. Jetzt nähern wir uns dem Ende des Bleches. Zwei Tröpfchen geben wir noch, betätigen dann unseren Taster. Das machen wir jetzt. Das Gerät fährt runter. Wir erreichen den Schlussstrom und lassen jetzt los. Schweißnaht ist fertig. Was wir jetzt gemacht haben, ist ein 8 mm Blech mit 100 Ampere Stromstärke geschweißt. Das ist mir persönlich ein klein wenig zu langsam. Wir wiederholen das und machen mal eins mit 130 Ampere. Wir gehen wieder in unsere Position. Helm und Start. Wir sehen, dass das Schmelzbad hier schon bedeutend schneller erscheint. Geben unseren ersten Tropfen, bewegen uns leicht vor und wiederholen das Zuführen des Zusatzwerkstoffes. Auf die Brennerhaltung achten. Und zum Ende kommen. Taster betätigen, wir fahren runter, Schlussstrom, Gasnachlauf, Schweißnaht ist hergestellt.
Freunde, Praxisteil angeschaut. Wir haben mit zwei verschiedenen Stromstärken beides mal ein gutes Ergebnis erzielt. Einmal mit 100 Ampere eine Schweißnaht geschweißt, die zweite mit 130. Wichtig bei dieser Wickgeschichte ist, den Unterarm ablegen oder den Handballen. Schlauchpaket wie einen Stift benutzen. 90 Grad zum Blech, leicht nach hinten geneigt und stechend geschweißt. Zusatzwerkstoffhand ablegen, Zusatzwerkstoff zuführen, gegebenenfalls Hilfsmittel dazu holen, die erleichtern einem das Zuführen des Zusatzwerkstoffes. Immer den richtigen Zusatz wählen. Wir haben hier den ER70 SG3, hauseigener Stahldraht. Funktioniert einwandfrei. Ich hoffe, ihr konntet ein klein wenig mitnehmen. Wiederholt schauen und üben. Dickeres Blech ist am Anfang etwas besser, haben wir gesagt. Wir neigen weniger dazu, durchzubrennen. Mehrere Schweißnähte auf ein Blech, kein Problem. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, konntet ein bisschen mitnehmen. Wir sehen uns, wie immer, in der nächsten.